klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Dann sagt er, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was das ist, Entschuldigung, ich kann es nur andeutungsweise lesen. Aber was es nun wirklich ist, leibhaftig, die Fülle göttlicher Kraft, die Fülle göttlicher Liebe, Vollheit von Vergebungsgnade. Was ist das? O Herr, öffne mein Gemüt, öffne mein Verständnis für diese Wunder. Und dann sagt er, ihr Menschen, ihr Wiedergeborenen, ihr seid vollkommen in ihm, in Christus. Und diese Sichtweise, ich vollkommen, ich sehe dann oft nur, naja, meine Beschränktheit und das drückt mich nieder und dann bin ich geplagt und dann diene ich dem Gesetz der Sünde, indem ich mit Bußfertigkeit zerknirscht dastehe und dass ich mir mit Selbstvorwürfen dann denke, warum und wieso bin ich noch so befangen mit dieser Menschlichkeit, ich möchte es doch nicht. Und dann Gott sagt, Gott ist größer als euer Selbstvorwurf. Wenn ihr euch selber nicht vergeben könnt, Gott ist so viel größer und da ist so eine Fülle und da ist so eine Kraft in ihm. Und bei der Fokussierung auf die Lösung, bei der Einnahme meiner Medizin, da verändert sich mein Gesamtzustand. Das wirkt auf meinen Zustand, dass ich plötzlich Freude inmitten von auch Enttäuschungen von Dingen erfahre, die ist nicht menschlich. Die ist auch stabil, um mich in Trübsal überhalb der Wellen von Schmerz, Leid, Not zu halten, dass ich jubeln kann, wo andere verzagen. Und ich bete, sagt Jesus, dass sie, meine Kinder, alle eins sind. Und zwar so eins, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Kein bisschen anders, genauso einig, wie Jesus in vollkommener Harmonie mit dem Vater vereint sein Erdenleben geführt hat. So bittet und wirkt Jesus eine Einheit, die wir Christen mit dem Vater im Himmel haben, die nicht nur vergleichbar, prozentual, so ähnlich eins ist, nein, die tatsächlich genau so eins ist, kein bisschen anders. Durch den Heiligen Geist sind wir in eins gesetzt, in eins mit Gott vereint, zu einer untrennbaren Liebesverbundenheit. Das ist auch mein Verstand nicht erfassen kann, weil es ist zu hoch, zu heilig, zu herrlich, dass ich, es gibt keine Worte dafür, es gibt keinen Ausdruck dafür, weil ich noch nicht einmal weiß, wie einig war denn Jesus mit dem Vater? Ich kann es mir nur vielleicht ungefähr ausmalen, weil ich sehe es in den biblischen Geschichten, die er war nun wirklich in so einer Harmonie und da war so ein Durchfluss von herrlicher, befreiender Liebe und Kraft und positiven, herrlichen Lebens. Erstaunlich, erstaunlich. Und das
Das ist nicht weit, weit weg, wo ich Mensch dann erst einmal zusehen muss, dass ich irgendeine Leiter hochklettern muss, die dann irgendwo mal irgendwelche kleinen Tröpfchen von der Fülle Gottes mir überreichen würden, dass ich ein bisschen in der Einheit bin mit Gott. Vielleicht mal eine Viertelstunde am Tag oder 5 Minuten. Nein, so geht es nicht. So geht es nur nach dem kurzsichtigen, fleischlichen, menschlichen Denken, wo man sich denkt, naja, was war denn vielleicht gestern? Gestern habe ich so und so viel vermurkst und das war nichts oder da habe ich schlecht reagiert und dann sehe ich meine großen Fehler und meine Nöte und ich verzweifle daran und ich bleibe hängen und kann nicht im Glauben das sehen, was mir die Bibel hier an Herrlichkeit vermittelt. Dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist fundamental wichtig, weil ohne diesen Geist der Weisheit, des Verstehens, der göttlichen Erkenntnis, da kommst du kommst einfach nicht weiter. Du raffst es nicht. Das wie auch mit deinem kleinen Menschenhorizont, du bist doch mehr wie behindert. Du bist einfach neben der Kappe, weil du es nicht verstehen kannst. Es geht nicht. Aber hier dieser Gott, der Vater der Herrlichkeit, er gibt gerne und er gibt nicht nach dem Maß. Das heißt, er gibt Vollmaß. Ja, und hier steht das kleine Gefäß und es fließt über von diesem Vollmaß. Das ist so gewaltig, so enorm. Er erleuchtet die Augen des Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Das sind Worte, die können leer bleiben, wenn ich natürlich betrachte, denke, oh, das sind hochgeistliche Worte, die keine Resonanz finden, wirkliche Resonanz, Durchschlagkraft in meinem Leben, weil hier geht es um nichts Menschliches, um nichts Kleingeistiges, um nichts hochgeschraubt, aufstaffiertes. Hier geht es um eine Kraft von Gott in Jesus. Den Reichtum der Herrlichkeit, unbegreiflich, unbegreiflich und doch erreichbar. Etwas, was übersteigt mein Menschliches, übersteigt mein Verständnis, mein Denken, es übersteigt es und doch es ist da, um mir zuteil zu werden. Und welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns, die wir glauben. Überwältigend. Worte fehlen da einfach. Man kann es nicht ausdrücken. Es ist so herrlich, so groß. Vermöge der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Die Macht von Gottes Stärke. Was muss das für eine Macht sein? Die hat die Planeten, die Welträume, die Makrokosmos, alles geschaffen, klein und groß und kompliziert und kräftig, durchschlagend und vollmächtig. Das ist Gott. Das ist Kraft. Da komme ich mit meinem kleinen Pusteblümchen-Verständnis, komme ich doch überhaupt nirgendwo hin. Und er schenkt es mir. Er will es mir schenken. Er will es mir mitteilen. Welche diese Macht seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, ewigen Dasein. Das sind Gewalten, Macht, Fürstentümer, hohe Namen, aber da gibt es diesen einen, einzigen, wichtigsten Namen und das ist er. Und dann hast du, und wobei er, Gott Vater, alles unter seine Füße tat, unter Jesu Füße,
und ihn, Christus, zum Haupt über alles der Gemeinde gab. Ja, hier ist er. Dieser gewaltige Gott hat diesen wunderbaren Jesus dermaßen eingesetzt in Autorität und Kraft, dass es mein Gemüt nicht erfassen kann. Absolut. Wunderbar. Und dann sagt er aber noch etwas. Hier diese Gemeinde. Jesus ist das Haupt. Und die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde, das bist du und ich. Wir sind sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind sein Leib. Wir sind Gottes Fülle. Wir haben seine Fülle, wir sind seine Fülle, leibhaftig, so wie Jesus leibhaftig darstellt, die Fülle Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Liebe und Gnade Gottes, so sind wir nicht nur berufen, um irgendwann irgendwas, ein bisschen Prozent davon weiterzugeben oder zu haben, nein, wir sind es, die Gemeinde hat es, sie ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und das ist die Frage an mich, glaube ich das? Glaube ich das? Die Macht seiner Stärke in uns, die wir glauben. Und dann geht es nicht um überspannte, selbstgemachte Glaubensfabrikate, so Pseudo-Geschichtchen, wo man sich selber da irgendwas auszappeln muss mit eigener Kraft. Das ist alles Quatsch und Krampf. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Perspektive der Bibel, die ich lesen kann. Und ob ich es verstehe oder nicht. Und gerade auch wenn ich es nicht verstehe mit meiner Kurzsichtigkeit, nur sage, Herr Gott, hier steht es. Hier steht etwas von Fülle. Ich weiß noch nicht einmal, was Fülle bedeutet. Ich kenne Gott vom Hörensagen. Was weiß ich von Gott? Ich bin ein kleines Würmchen. Ja, Entschuldigung. Wo stehe ich denn? Und doch, hier heißt es das und ich glaube das wie ein Kind. Wie ein Kind die Worte seines Vaters nicht verstehen kann, aber es akzeptiert und liebt und sich freut. Was hat mir der Vater hier gesagt? Das ist gewaltig. Hey, das hebt mich gleich so mal so in eine Gemütszustand der Freude, der unsagbaren Erleichterung. Er hat alles in seiner Hand. Alle Macht ist Christus gegeben. Christus hat seinen Leib, die Gemeinde. Er hat Fülle von sich selbst in seiner Gemeinde. Und das bist du und ich. Und auf dass wir dann nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. So etwas gibt es. Da gibt es Philosophien, da gibt es auch christlich angehauchte Lehren, Dinge, die aber dann so listig und falsch ersonnen sind. Schrecklich. Und davon nicht hin und her geworfen zu werden, sondern stabil zu stehen, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist ein Wachstum und doch schon, ich habe es, wir haben es. Wir haben es im Glauben, wir erfassen es. Und das ist keine Sache, wieder das Verstehen. Wir denken dann, oh ja, es ist noch nicht existent. Ich bringe es erst durch meinen Glauben in eine Existenz. Nein, 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 es ist existent. Es ist da, weil das Wort sagt es so. Die Bibel gibt davon klaren Ausdruck. Hier ist ein Mensch, wenn er wiedergeboren ist, er ist eins mit dem Vater, wie Jesus eins ist. Es gibt keine andere Einheit. Es gibt nur die eine richtige Einheit. Und das ist die, die Jesus bringt, durch seinen Geist. Und diese Einheit ist vorhanden. Und so ist ein Wachstum, ist mehr diese Perspektive, darin zu leben, darauf zu sinnen, mit meinem Gemüt gesinnt, eingestellt zu sein. Das bringt es mir, dass ich dann auch die
die Niederschläge meines Versagens, meiner negativen Dinge, dass die mich dann auch nicht aus der Bahn werfen oder mir sagen, halte mal, ich muss mich noch entwickeln. Nein, ich muss nur Verständnis bekommen, ein geoffenbartes Verständnis, dass dann in dem Moment, auch wo ich am Boden liege, wo ich auch in Zweifel, Unglaube, in einem großen Loch sein könnte von Verzweiflung über mein eigenes verdorbenes Wesen, okay, dann ist sofort und immer auch wieder der Heilige Geist, er ist da, der mir dann die 100%, die Fülle von Bußfertigkeit, die Antwort auf mein zu kurz kommen sofort darreicht und sagt, hey, ich weiß es doch, ich kenne doch dein Herz, ich weiß doch, wie leid es dir tut, ich weiß doch die Spannung deines Glaubenslebens, aber ich bin da, dir zu helfen. Und das ist lebendig und göttlich und schön und köstlich.